Jetzt bei uns, Karin, da muss man jetzt ehrlich sein. Die Schiffe, die täglich fast kommen, flitzen Kriegsflüchtlinge. Also längst schon nimmer. Und in da, Südtirol. Da suche ich ja nicht, dass man wirklich ehrlich ist und die Begrifflichkeiten so verwendet, wie sie sein. Es sind ganz viele Wirtschaftsflüchtlinge, ganz viele, wie soll ich sagen, ich sage jetzt nicht, ich tue den nicht abwerten, dass es leicht ist, als zurückzulassen, auf ein Schiff zu steigen und schauen, was passiert. Aber es sind die auch gekommen. Ja, was, und was es sind auch Leute, du weißt, wo ich 7 Jahre gelebt habe. Ich habe mich sehr viel mit den Leuten auch beschäftigt. Ich weiß, wir haben uns sehr viel mit den Leuten auseinandergesetzt, weil ich irgendwann einmal gedacht habe, man kann nicht über Leute reden, ohne sie irgendwo. Ich kann nicht sagen, dass ich alle kenne, aber man kriegt einen Einblick, wenn man auf die Leute zugeht und mit ihnen redet. Und wenn ich dann höre von Leuten aus Nigeria oder sonst irgendwo, dass sie seit 10 Jahren in Italien sind, weil früher waren sie in Neapel irgendwann und dann sind sie so langsam da hergekommen. Enten im Bahnhofspark haben in den 10 Jahren noch nie einen Tag gearbeitet, noch nie eine Wohnung gehabt, außer sie haben vielleicht einmal eine Freundin gehabt, bei der sie oben schlafen können. Dann frage ich mich schon, ob das normal ist, was wir da tun.